Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8.32 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Es ist Dienstag, der 11. Januar. Wir haben direkt 8.32 Uhr eine Big Number platziert für meinen Freund Dieter Horn. Das Risiko beträgt aktuell 0,008. Das entspricht nicht dem realen, deswegen schließen wir das nochmal, denn mein reales aufgrund der Kontogröße ist bei 0,007 und das machen wir jetzt auch. 0,007, so schnell geht es, rein und so. 0,007 und das Gewinnziel auch 0,007 und 0,005 ist abweichendes Ziel. Das gilt immer nur für den ersten Trade. Ab den zweiten Trade, das heißt, wenn der Markt sich aufschaukelt und nicht direkt den sogenannten Breakout-Ausbruch tätigt, gehe ich auf angepasst und gebe jetzt auch schon mal die Zielmarken vor. Es ist relativ einfach heute. Wir haben einmal das Gap, beziehungsweise den Daily Pivot, Entschuldigung, den Daily Pivot als Zielmarke nach unten hin. Das heißt, wenn der Markt nach unten möchte, ist das jetzt erstmal die Zielmarke und nach oben hin ist klassisch die 50er-Zone. Und die liegt dann auch dort, wo der Stop-Loss aktuell liegt. Okay, wir bleiben jetzt hier in diesem Chart und schauen uns auf dem Minutenchart die kleinen Blueboxen von gestern an. Und hier bleiben wir auch nochmal vom Regelwerk zur Wiederholung. Alle Blueboxen, die kleiner sind als 20 Punkte, ja, als Range, nutzen wir auch mit einem etwas höheren Risiko zu traden in der Primetime, in der Vormittagssession. Gestern hier eine 25er Box, die ist gut. Dann hatten wir 26, 27er. Wir sehen es auch hier sauber in den Gewinn gelaufen. Solche Boxen, wenn die noch kleiner sind, sind die perfekt. Okay, dann gehen wir in die Vola-Boxen rein. Erstmal hier bei den Vola-Boxen ein Stop-Loss auf 5. Das bedeutet, den Stop-Loss brauchen wir eigentlich für unser Trading in dem Bereich nicht. Aber es ist immer noch die Absicherung und der Stop-Loss hier dient eigentlich letztendlich dazu da, auch ein bisschen länger noch Strecke zu machen, wenn wir den Trade anpassen. Deswegen stellen wir den auf Multiplikator 5 ein. Reales Risiko, Dieter 0,07. Auch hier 0,07. 7, abweichendes Ziel, auch hier aktivieren und warten dann ab 9 Uhr. Und wir sehen gestern die Vola-Boxen, die wir getradet haben mit angepasstem Ziel. Wir sind oben beim Daily Pivot, dann wieder runter. Ja, gestern war die Trading Range insgesamt, meine Damen und Herren, bei knapp 293 Punkten. Das ist also gute Volatilität. Heute Morgen haben wir eine Trading Range, gehen mal auf den Minutenchart hier, aktuell hier war das Tief hoch von 48 Punkte, das ist also ideal, also auch hier sieht alles gut aus. Wir sind wieder bei 15.900, 15.8 hat gestern Entschuldigung, gehalten und jetzt gehen wir auch in die großen Zeitebenen rein. Fangen an mit The DAX Vorlage Zickzack Linie. Das ist das Template, was wir nutzen. Daily. So, wir sind aktuell auch Short. Einmal noch kurz der Hinweis. Short im ersten Trade. Das Gewinnziel geht bei 8,81 raus. So, das heißt, wir werden jetzt mal die Zickzack Linie, wenn wir jetzt mal auf den linken Bildrand legen hier und machen das heute mal so. Also auf den Dailies, Long im DAX, 4 Stunden Long im DAX, Stunde Short, 30 Short auf den linken Bildrand, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also da so ein bisschen unentschieden auf den Dailies, auf Tagesbasis immer noch Long. Wir haben gestern hier, ich mache das mal größer, einmal an diesem gleitenden Durchschnitt uns berührt. Ja, und das ist denn magisch auch diese gestern das Tief bei 15,27. Wir haben diese 15,8 wieder zurückerobert
Und wir sehen diese 15,8 hier oben, das ist die Zone. Ja, wenn es dort runter geht, sehen wir ja im Chart eigentlich schon, dass die nächsten Bereiche denn hier sind, die Unterstützung und dann hier. Und vom letzten Tief zum letzten Hoch, wenn wir die Fibos ranziehen, dann sehen wir auch das 23er Retracement von dieser Strecke hier, ja, bis nach oben hin liegt hier. 38 ist bei 14,4 und erst bei 13.262 haben wir hier einen Trendwechsel, wenn man hier auf Daily Basis sich das anschaut. Auf 4 Stunden sieht das Ganze so aus. Ja, unsere Unterstützung, und dann sehen wir hier auch im DAX, dass wir hier nochmal die Unterstützungszonen haben bei 15.000 glatt. Und dann haben wir auch diese 14,8, die überall in allen Foren immer genannt wird, dass die halten muss. So sieht die Wetterlage aktuell im DAX aus. Gehen wir in den nächsten Markt rein, und das ist Gold. So, Gold auf Daily Basis. Long, auch hier machen wir das Bild ein bisschen kleiner. Acht mal auf unseren DAX Trade. Gold auf Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long, also Gold Long. Öl Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long, also auch hier unentschieden. Nasdaq, Technologiebörse, Nasdaq Daily Short. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. S&P 500, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Dow Jones, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten Short. Und die letzten beiden, das sind die Kryptos. Dann haben wir einmal Bitcoin, Daily Short, 4 Stunden Short, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Ethereum wieder über 3.100. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. So, das war's. Und jetzt managen wir unseren Trade. 8.41 Uhr, 20 Minuten noch bis zur Markteröffnung, dann kommt da ein bisschen Musik rein. Wir sind im ersten Trade Short. Die gegenüberliegende Order liegt bei 15.907. Ja, und der Markt ist jetzt, ja, macht erstmal guten Morgen, Negerchen. Also ich melde mich gleich nochmal. So, wir sind jetzt im dritten Trade. Und auch hier gehen wir auf angepasst erstmal Richtung Daily Pivot. 8.51 Uhr.